Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Die vollkommen übertriebene Action überstanden. Wie es aussieht. Kann ich ja so wieder linken, wie verrückt. Mal war sie hier oben, dann war sie mal da oben, ne? Da müsste sich ja noch was einsammeln lassen, jetzt theoretisch. Die ganzen Gegner hier wieder hochgeholt und ja. Ein Riesenkrieg hier in der letzten Folge. So zum Schluss. Aber nichts liegen lassen, was ich gebrauchen könnte, ne? Naja. Okay, warte. Ja gut, wir müssen dann wohl da irgendwo wieder zurück. Also wieder Fahrstuhl fahren. Okay. Bereich verlassen. Da tun wir das. Bricht jetzt wieder ein Krieg aus. Eventuell. Irgendwie gerade nicht, ne? Oh, okay. Ich soll hier mitfahren. Dann machen wir das doch. Und dann dahin. Ja, das macht total Sinn. Hätte ich auch da unten lang laufen können. Naja. Reclaim for the people of Colombia. Tja, wie sieht es denn rüstungstechnisch aus? Wir haben ja wieder Moneten am Start, ne? Panzerfaust. Explosionsradius ist das Seitengeschütz. So, das nehmen wir mal mit, weil mit dem Ding sind wir ja gerade hier voll dabei. Kegelbreite der Schrotflinte, ja, die habe ich irgendwie gerade die ganze Zeit immer dabei. Rotflinte aufrüsten ist sicherlich auch nicht verkehrt, insofern. Ja, vielleicht tatsächlich sogar so ein Spiel, was ich nochmal als Let's Play machen würde. Auch wenn ich dann mal durch bin, weil Errungenschaften sammeln, das Spiel macht halt Spaß, ne? Hört Spiele, die guckt man sich öfters immer mal wieder an und vertreibt sich damit noch mal die Zeit, ne? Wie ich das mit Need for Speed Porsche zum Beispiel immer mal wieder mache oder mit Wing Commander, das sind halt so ein paar gewisse Lieblingsdinger, ne, die man immer wieder mal reinschmeißt. Ich ahne ja, wo es jetzt wieder hingeht und was da abgeht. Noch so aus der Erinnerung raus. Na dann. Bitte sehr. Was? Wo? Wer?
zur Hölle? Ach, da drüben. Flakgeschütz da drüben. Da oben. Das war's für dich. Ja, klar. Das ist aber hier nicht gerade fair, was ich hier mache. Das ist so ganz und gar nicht fair. Muss man irgendwie was anderes haben für die Schrotflinte eigentlich, ne? War dann mega unpraktisch. Gerade aufgerüstet. Aber. Fertig. Vielleicht kann ich ja. Nee, kann ich irgendwie nicht. Das ist blöd. Los. In Ordnung. Da kann man mal was machen. So, den haben wir mal schon mal. Jetzt ist er da unten, ja? Auf einmal oder wie? Danke. Ich bin schön um die Ecke geschmissen. Oh shit. Seht zu, ob ich noch was finde. Der tötete Lady Comstock. Die SS. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elisabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Na dann. Dann ist das wohl so, ne? Oh no. Ja, ich erinnere mich. Das ist gar nicht schön jetzt hier. Ja, ich weiß. Ich bin ja wieder da. Das ist das Comstock-Haus. Wundert mich allerdings, dass das hier vor der Tür so verdammt ruhig ist gerade. Dürfte so nicht sein. Aus meiner Erinnerung heraus. Wusste doch bestimmt was nicht. Bestimmte was ganz und gar nicht. Oh holy shit. Oh holy shit. Oh holy shit. Moment noch. Moment wofür? Wir haben keinen Moment, Kleines. Hier herrscht voll der Krieg. Ja, allerdings. Oh Mann.
Das ist übel. Das ist hier richtig übel. Ordentlich am Verrecken, jetzt habe ich nämlich ein Problem hier. Ich bin so gut wie erledigt hier. Habe ich wohl ganz knapp geschafft, diesen Geist zu erledigen. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Und verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Oh. Kann ich jetzt mal gucken, dass ich wieder rauf muss da hier. Ich hab mich ordentlich fertig gemacht hier, die Aktion. Kriege, gucken, was sie dann vielleicht noch haben. Da gibt es Salz. Aber da ist nicht mehr großartig, ne? Dass ich das auf Anhieb geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal gemacht habe. Ich bin bestimmt 10-mal gestorben. Ja, bin wohl besser geworden in den Shootern. Mehr Übungen und so. So, jetzt muss ich mit so wenig Helfe hier rumlaufen. Das ist natürlich auch total top, ne? Ja, doch wieder zurück. Was gibt's denn hier? Betritt Comstocks Haus.
geht zu Comstock House. Ist das, Ja, das ist halt, ja. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Wollen wir uns das hier mal angucken. Achso, das Haus ist eigentlich erst da drüben. Was hat man gemacht hier? Tätigen wir mal den Hebel. Holy shit. Oh Mann. Ja, hat dieses Vieh die wieder geschnappt und ich befürchte ja, was noch kommt, dass das jetzt hier kommt. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Kann man auch mal wach werden, ne? Verdammt. Ja, hat sie uns wohl erstmal gerettet. Elisabeth! Tritt Comstock raus. Muss sie einholen. Jetzt wird's ja richtig dolle hier. Aber ich bin hier irgendwie auf dem Holzweg noch gefahren, ne? Ja. Dann machen wir Schnee. Schnee? Es ist Juli. Elisabeth, kannst du mich hören? Ja, super, da ist ein Riss, aber damit kann ich ja nichts anfangen. So ohne sie, oder? Aber. Range. Suche nach Elisabeth. Ist das? Was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Man schenkte uns Eden. Wir machten einen Sodom daraus. Warum sollten wir gerecht
gerettet werden. Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es. Wo sind wir hier? Was haben Sie mit mir vor? Ist das so ein Riss? Bilde mir eine Nation von Fischern aus. Gibt's auch nichts Großes zu looten? Speichert auch viel. Oh no. Feind oder Freund? Das ist hier die Frage. Aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge weiter, weil er ja eh auch gerade gespeichert hat. Und sagen mal, bis dahin, macht's gut oder besser.